Er hier rechts ist angeklagt. Er steht vor Gericht, weil meine Recherche aufdeckte, was er getan hat. Er hat heimlich Frauen dabei gefilmt, wie sie auf seine Toilette gehen. Und die Videos davon hat er auf eine Pornoseite gestellt, bis er durch meine Recherche aufflog. Und jetzt kommt raus, es ist nicht das Einzige, was er getan hat. Und 487 Videodateien kinderpornografischen Inhalts gefunden. Irgendwann sind Kinder dabei, ungeheuerlich, reichlich, dann kommen Kleinkinder. Wer ist dieser Täter? Und warum hat er getan, was er getan hat? Es ist April 2022. Ich bin in Bielefeld, auf dem Weg zum Landgericht. Ich bin aufgeregt. Denn auf der Anklagebank werde ich gleich den Mann zum ersten Mal sehen, zu dem ich jahrelang recherchierte. Bis jetzt kenne ich ihn nur aus Chats auf einer Pornoseite. Ich hatte damals auf X-Hamster recherchiert. Ein Netzwerk von Spannern nutzte die Pornoseite als Umschlagplatz für ihre heimlichen Videos. Frauen in Umkleidekabinen, in Duschen, auf Toiletten. Die Täter lobten sich gegenseitig dafür. Super Videos, sehr, sehr geile Arbeit, mach weiter so. Ein Täter fiel mir dann besonders auf. Er hat unfassbar viele Bilder gemacht von Frauen, die bei ihm zu Hause aufs Klo gehen. Und offenbar sind das alles Freundinnen oder Bekannte von ihm, die er einfach heimlich, ohne dass sie es wissen, jedenfalls behauptet er das, gefilmt hat, während sie bei ihm mal auf Toilette gegangen sind. Das ist echt krasse Sauerei. Die beiden Frauen, die seine Toilette benutzten, filmte er mit gleich mehreren Kameras. Auf X-Hamster bekamen die Videos dann hunderttausende Klicks und Kommentare wie super geil deine Videos, geiles Profil mit geiler Spycam, geiles WC-Spy-Video. Und er antwortete, Firma dankt, Smiley. Um ihm auf die Spur zu kommen, schrieb ich ihn an, gab mich als Anfänger in der Spannerszene aus. Und er prahlte mit seinen Taten. Und mit einer vernünftigen Kamera bekommt man auch eine gute Quali. Und dann habe ich ihn gefragt, und die Frauen wissen also alle, dass sie gefilmt werden? Und dann er, müsste man dann eine Kamera verstecken, dann könnte ich mich ja gleich daneben stellen, Zwinker-Smiley. Also sie wissen es offenbar nicht. Daraufhin begann eine weitere Suche nach den Frauen in den Videos. Ich wollte sie finden und informieren. Ich finde auch so ein Google Maps-Depp echt. War. Und tatsächlich, wir konnten sie ausfindig machen. Ich rufe an, weil ich bei einer Recherche auf Bilder von dir gestoßen bin. Und zwar eher auf Plattformen, wo du wahrscheinlich eigentlich nicht stehen möchtest. Am liebsten würde ich dir das alles persönlich erklären. Super, alles klar. Dann bis gleich. Okay, jetzt sind wir gleich da. Jetzt würde ich vorschlagen, machen die Kamera mal aus. Was dann kam, fiel mir echt schwer. Ich musste der Frau sagen, dass jemand aus ihrem Freundeskreis sie und eine weitere Frau heimlich gefilmt hat. Dürfte ich dir vielleicht ein Bild zeigen, wo du mit einer anderen Frau zusammen drauf bist, was auf der Seite ist, wo, und sie ist eben eine, die man auch auf anderen... Ja, das würde mich natürlich echt interessieren. Okay, also, dann tue ich das jetzt mal. Das ist doch du, oder? Ach, krass. Ja, mit meiner besten Freundin. Deiner besten Freundin. Heilige Scheiße. Und was, und der hier? Was ich von ihm halte, ist mal so, mal so. Ich denke halt manchmal, na, ist er wirklich so ehrlich? Ist er nicht. Der angebliche Kumpel ist der Täter. Die zweite betroffene Frau bestätigte uns diesen Verdacht. Okay, das war jetzt total krass. Sie war besonders oft in den Klo-Videos zu sehen und hat seine Toilette wiedererkannt. Ja, total krass. Sie kennt ihn also seit vielen, vielen Jahren. Und natürlich war das für sie der totale Schock. Und sie fragt sich halt jetzt, was hat er sonst noch gemacht? Da geht es total miserabel. Aber sie wehrte sich, zeigte den vermeintlichen Freund an. Die Staatsanwaltschaft veranlasste daraufhin eine Hausdurchsuchung bei ihm. Beweise wurden sichergestellt. Das war 2019, vor 2,5 Jahren also. Und jetzt bin ich hier, beim Prozess. Zunächst einmal will ich mehr über den Täter erfahren. Aber dieser Prozess wird auch eine neue Recherche auslösen.
Denn seine Spanner-Videos sind Merkmal eines Täterprofils, das noch erschreckender ist, als ich ahnte. Hier sind wir richtig. Das ist er, rechts im Bild, Tim R., links sein Anwalt. Tim R. sagt dem Richter, er sei geständig und wolle sich dazu äußern, warum er die beiden Frauen gefilmt und auf X-Hamster zur Schau gestellt hat. Während der Verhandlung muss die Kamera raus. Aber ich kann mir Notizen machen. Wir erfahren, wie Tim R. damals gelebt hat, als ich seine Videos entdeckte. Das war 2017. Sein Leben sah so aus. Tim R., 38 Jahre alt, arbeitslos. Davor als Nachtwächter in einer Firma gearbeitet. Er lebt alleine, ist seit 2 Jahren in einer festen Beziehung mit einem Mann. Mit einem Mann, der nichts von Tim R.'s Taten gewusst haben will. Zugleich sagt Tim R. aus, dass er seit seiner Jugend schon in eine Frau verliebt gewesen sei. Und zwar in genau die, die er besonders oft heimlich filmte und online ausstellte. Ein Psychiater tritt als Gutachter auf. Aus dem Bericht des Gutachters. Tim R. konsumiert Pornos, seit er 16 Jahre alt ist. Es wird in den nächsten Jahren immer mehr. Er entwickelt ein Suchtverhalten. Unterstützt dadurch, dass er auch noch Drogen nimmt, nämlich Amphetamine. Aufgeputscht sitzt er zuletzt 13 bis 14 Stunden vor dem Computer am Stück. Tim R. sagt, er habe Sachen nachmachen wollen, die er auf X-Hamster gesehen hat. Er sagt, er kauft sich daraufhin auf Amazon eine Spycam und stellt die damit gemachten Spanner-Videos auf X-Hamster. Als ich mir mit Tim R. damals schrieb, folgten ihm 2200 Abonnenten. Und er selbst hatte über 800 Mal was auf der Pornoseite kommentiert. Tim R. war also sehr aktiv. Er bekam dafür den Titel Kamasutra-Guru verliehen. Ein höherer Rang in der X-Hamster-Hierarchie. Im analogen Leben von Tim R. ging es dagegen offenbar immer mehr bergab. Aus dem Protokoll der Hausdurchsuchung. Um 6.30 Uhr am 6. Dezember 2019 stehen die Beamten vor der Tür von Tim R. Er öffnet in T-Shirts und Boxershorts. Die Wohnung ist, Zitat, völlig verdreckt und zugemüllt. Die Küche nicht betretbar. Der Kühlschrank, so bestätigt es Tim R., funktioniert schon lange nicht mehr. Er habe nur Sachen gegessen, die man nicht kühlen muss. Es sieht aus, so notieren es die Beamten im Protokoll, als habe Tim R. in seinem Bett gewohnt. Er sagt auch selber vor Gericht, dass er zu der Zeit depressiv gewesen sei und komplett die Kontrolle über sein Leben verloren hätte. Weiter aus dem Protokoll der Hausdurchsuchung. Auf einem Spiegel in der Wohnung kleben Bilder von einer der beiden Frauen, die in Tim R.'s Spanner-Videos vorkommen. An mehreren Stellen der Fotos seien erhebliche Sekretanhaftungen, so notieren es die Beamten. Im Keller finden die Beamten ein lebensgroßes Fotoplakat einer der beiden Frauen. In der Wohnung viele weitere kleine Bilder von ihr, beschmiert mit Sperma. Tim R. sagt, er sei seit vielen Jahren unglücklich in diese Frau verliebt gewesen. Tim R. gibt vor Gericht zu, er habe sich intime Einblicke von ihr verschaffen wollen und er habe es ihr, Zitat, heimzahlen wollen. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, wird bei den polizeilichen Ermittlungen, die durch unsere Recherchen ausgelöst werden, etwas noch viel Schlimmeres entdeckt. Nämlich, dass Tim R. Videos von sexuellem Kindesmissbrauch gemacht hat. Er hat also offenbar ein Kind sexuell missbraucht und davon Videos gemacht. Und zwar geschah das schon 2014, also 3 Jahre, bevor er die Spanner-Videos machte, die ich dann auf X-Hamster fand. Das 10-jährige Mädchen, das er damals sexuell missbraucht hat, ist heute 18 Jahre alt. Sie ist in der Nebenklage vertreten im Prozess. Und in der Anklageschrift wird auch vorgelesen, was Tim R. ihr damals angetan hat, also was genau passiert ist während dieses sexuellen Kindesmissbrauchs. Das werden wir jetzt nicht zitieren. Nur so viel, das Mädchen hat offenbar während des Missbrauchs geschlafen. Es geht jetzt gleich darum, wie Tim R. sich dem Mädchen nähern konnte. Wenn diese Details zu belastend für euch sind, dann überspringt die nächsten 45 Sekunden.
Der Vater des Mädchens ist der Cousin von Tim R. Der sagt zum Richter, unser Verhältnis war brüderlich. Und wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, hat sich Tim R. auch mal um meine kleine Tochter gekümmert. Aus dem Bericht des Gutachters. Er beginnt, Videos zu machen. Und zwar, weil sich eine, so sagt er, günstige Gelegenheit bot. Die günstige Gelegenheit ist die 10-jährige Tochter seines Cousins. Als er sie nach dem Duschen auf Zecken untersuchen soll, sei ihm die Idee gekommen. Von dem Missbrauch machte Tim R. insgesamt 3 Videos. Die Polizei fand sie bei der Hausdurchsuchung 2019, zusammen mit weiteren Videos, die er sich online heruntergeladen hatte. Bei der Hausdurchsuchung werden knapp... Kurzer Hinweis, in der Gerichtsverhandlung wird der Begriff Kinderpornografie benutzt. Wenn ihr den hört, dann zitiere ich direkt aus der Gerichtsverhandlung. Der Begriff ist allerdings umstritten, da solche Videos nicht Pornografie zeigen, sondern Missbrauch. Abseits der Zitate verwende ich daher die Bezeichnung sexueller Kindesmissbrauch für solche Videos. Bei der Hausdurchsuchung werden knapp 3.985 Bild- und 487 Videodateien kinderpornografischen Inhalts gefunden, sowie 560 Bild- und 47 Videodateien jugendpornografischen Inhalts. Sollte sich jetzt also herausstellen, dass Tim R. nicht nur ein Spanner ist, sondern auch noch pädokriminell? Der Gutachter stuft Tim R. nicht als pädophil ein, sondern als jemand, der ansprechbar für Kinder sei. Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass wir von einem Fall hören, bei dem jemand Spannervideos gemacht hat von erwachsenen Frauen und dann wird bei ihm zu Hause auch noch kinderpornografisches Material gefunden. Ist das ein Zufall oder gibt es einen Zusammenhang zwischen Spannervideos und Videos von sexuellem Kindesmissbrauch? So, wir treffen uns jetzt mit einem klinischen Sexualpsychologen. Er kennt sich mit Sexualstraftaten aus und kann uns diese Frage hoffentlich beantworten. Wie kann es dann sein, dass der sexuelle Kindesmissbrauch begeht, aber gar nicht wirklich auf Kinder steht? Das ist genau anders, als man es denkt. Man denkt ja, Kindesmissbrauch, aha, das war ein Pädophiler. Empirisch mittlerweile belegt, müssen wir davon ausgehen, dass ein Drittel bis die Hälfte, je nach Studie, der Missbrauchstäter keine pädophile Sexualpräferenz haben. Wirft also die Frage auf, wenn jemand nicht pädophil ist, wieso begeht er solche Taten? Und wieso fertigt er solche Dokumente an, solche Dateien an? Die Mehrzahl aller Täter von sexuellem Kindesmissbrauch sind Ersatzhandlungstäter. Sie greifen auf Kinder über als Ersatzhandlung für das, was sie sich eigentlich wünschen würden, haben aber die Erfahrung, dass sie sexuelle Kontakte mit altersähnlichen Menschen nicht zustande kriegen. Und dann werden überwiegend bestehende Kontakte zu Kindern sexualisiert. Deswegen finden die meisten Fälle von Kindesmissbrauch in der Familie statt. Der Bruder, der Onkel, der Vater, der Opa, der Trainer, der Pfarrer, der Lehrer. Warum? Weil Kinder prädestinierte Opfer sind. Die sind klein, die sind meist süß. Und sie sind jünger, sie sind unerfahrener, sie sind häufig hilflos, ausgeliefert. Ich bin qua Altersdifferenz und Sozialposition in einer übergeordneten Position. Das hilft diesen Ersatzhandlungstätern. Bei Tim R. ist es jetzt so, dass er auch Videos von sexuellem Kindesmissbrauch konsumiert hat. Und später hat er dann auch selber welche gemacht. Genauso bei den Spanner-Videos hat er konsumiert, dann hat er auch selber welche gemacht. Würden Sie auch sagen, das ist... Also das ist ein Versuch, die Dosis zu steigern, noch einen stärkeren Kick zu bekommen. Genau. Es geht nur noch darum, was ist noch krasser, was ist noch geiler, was ist noch perverser, was ist noch verboten, was geht noch? Irgendwann sind Kinder dabei, ungeheuerlich, reicht nicht, dann kommen Kleinkinder, irgendwann sind es Babys. Da merken Sie schon, das hat alles mit der Sexualpräferenz der Personen fast nichts mehr zu tun, sondern es ist die Verfügbarkeit solcher Dateien durch die Technologie Internet. Wenn es die Sachen nicht gäbe, hätten die meisten Menschen sie nie gesehen und auch nicht nach ihnen gesucht. Aber es gibt sie und es ist immer neuer Kick, immer neuer Kick. Immer ein neuer Kick.
dass sogenannte Ersatztäter offenbar grenzenlos in ihrer Sucht sind und damit zu schlimmsten Dingen fähig, scheint ausgerechnet den Ermittlungsbehörden im Fall Tim R. nicht klar gewesen zu sein. Nochmal zurück zur Hausdurchsuchung 2019. Damals gibt es offenbar keine Dringlichkeit, die beschlagnahmten Dateien schnellstmöglich auszuwerten. Bis die Videos vom sexuellen Kindesmissbrauch entdeckt werden und Tim R. festgenommen wird, vergehen fast 2 Jahre. Der Richter sagt darauf, dass die Polizei so lange braucht, bis sie diese Videos findet, dass das sehr bedenklich sei. Das geht nicht. Inzwischen ist es Juni 2022, der letzte Prozesstag. Die Staatsanwaltschaft hat für Tim R. 6 Jahre Haft gefordert. So, jetzt hat sich der Richter zurückgezogen und es gibt in einer Stunde die Urteilsverkündung. Tim R. wird zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. 4 Jahre und 6 Monate Gefängnis. Tim R. nimmt das Urteil regungslos entgegen. Später wird er Revision einlegen, diese dann wieder zurücknehmen. Das Urteil ist also rechtskräftig. Als ich 2017 anfing, Tim R. zu suchen, war mir nicht klar, dass seine Spanner-Videos ein Symptom sind. Ein Warnzeichen dafür, was er zu tun bereit ist, auf der Suche nach einem immer größeren Kick. Die Strafverfolgungsbehörden haben diese Sucht erst spät erkannt. Und Pornoseiten haben sie brutal befeuert. Klar, die Verantwortung liegt bei Tim R. Er hat diese Taten begangen. Er trägt dafür die Schuld. Aber man muss schon auch sagen, wäre all dieser missbräuchliche Content nicht so leicht verfügbar, nicht einfach so online abrufbar, vielleicht wäre Tim R. nicht auf die Idee gekommen, selbst solche Videos zu machen. Wir haben bei einer früheren Recherche schon mal geschafft, dass Videos und Fotos von sexuellem Kindesmissbrauch aus Foren aus dem Internet gelöscht wurden. Den Film dazu könnt ihr euch hier anschauen. Der Fall von Tim R. zeigt halt nochmal ganz klar, dass es nicht nur wichtig ist, diese Täter zu finden, sondern auch diesen missbräuchlichen Content aus dem Internet zu löschen. Und wenn ihr wissen wollt, wer die Macher sind von solchen Pornoseiten, auf denen sich solcher missbräuchlicher Content auch findet, dann könnt ihr euch diesen Film hier anschauen. Vielen Dank fürs Zugucken.